Wer kennt es nicht? Eine E-Mail zu versenden dauert ewig oder der gestreamte Film hängt sich an der spannendsten Stelle auf. Kein Ruckeln, kein gefrorenes Bild mehr. Denn dank schnellem Internet mit einem Glasfaseranschluss der Telekom gehört dieses Problem der Vergangenheit an. Ich begrüße Sie alle ganz herzlich. Wir haben heute ein spannendes Thema für Sie vorbereitet, nämlich den Glasfaserausbau der Deutschen Telekom in München. Der sogenannten Glasfaseroffensive wollen wir uns heute widmen, zusammen mit zwei Gästen, die ich hier im Studio habe, die den Weg von der Deutschen Telekom zu uns gefunden haben, Peter Roll und Markus Beckmann. Ganz herzlich willkommen. Markus, im letzten Jahr hat ja der Ausbau seinen Beginn gehabt im Stadtteil Hadern in München, der Glasfaserausbau. Wie geht es denn in diesem Jahr 2022 mit dem Ausbau weiter? Ja, dieses Jahr haben wir in Bayern allein über 300.000 Haushalte, die wir mit neuer T-Glasfaser erschließen. München darf da natürlich nicht fehlen. 60.000 Haushalte bauen wir hier in der Stadt München. Und zwar in den Stadtteilen Forstenried, Fürstenried, in Sendling, in Thalkirchen und in Aubing. Bauen wir hier in München aus und natürlich auch vor den Stadtgrenzen in Ortschaften wie Grünwald, wie in Haar, wie in Puchheim. Also überall wird Bayern Magenta leuchten. Peter, als Kundin oder Kunde profitiere ich da jetzt automatisch vom Glasfaserausbau oder muss ich da selber aktiv werden? Ja, vielleicht erst einmal auf das Thema Glasfaser eingegangen. Glasfaser bauen wir ja nicht aus wegen der Glasfaser willen, sondern die Digitalisierung bietet uns ja enorme Chancen, die wir auch in der Pandemie erfahren haben. Das Thema mobile Arbeit, Homeoffice, Homeschooling, das waren ja alles neue Themen und hat uns gezeigt, welche Möglichkeiten wir mit dem Thema Digitalisierung haben. Und die Digitalisierung, sagt man auch immer so dazu, ist der Rohstoff des 21. Jahrhunderts. Und wir als Telekom sagen, die Glasfaser der Deutschen Telekom ist das Rückgrat der Digitalisierung. Und wir wollen natürlich alle Kunden mitnehmen auf diese Reise hin zum Thema Glasfaser. Wir haben verschiedene Aktionen geplant, um die Kunden, sowohl Geschäfts- als auch Privatkunden, mitzunehmen auf diese Reise. Das sind auf der einen Seite Termine vor Ort, das ist auf der anderen Seite unsere Shops, unser stationärer Handel, den wir haben. Wir stellen Trucks, Beratungstrucks auf die Parkplätze der großen Discounter. Hotlines stellen wir natürlich zur Verfügung und wir ergänzen das insgesamt natürlich mit einem kompletten Portfolio im Internet, digitale Bürgerversammlungen, Infoveranstaltungen, Blogs und natürlich unsere Internetseite dazu. Also ein volles Programm zum Thema Glasfaser. Markus, du hast einige Stadtteile schon angesprochen, wo der Ausbau stattfindet. Der findet jetzt aber nicht in der Innenstadt Münchens statt. Warum ist das so? Wir haben da eine Kooperation geschlossen, eine Vereinbarung mit der Stadt München und den Stadtwerken. Die Stadtwerke haben ja den inneren Kern, den Innenhalb des mittleren Rings, bereits mit Glasfaser in den letzten 10 Jahren erschlossen. Jetzt geht es darum, auch den äußeren Ring zu erschließen. Und darum kümmert sich die Deutsche Telekom mit rund 300.000 Haushalten, die wir da bis 2025 erschließen. Nächstes Jahr kommen da noch mal mehr dazu als dieses Jahr. Das sind wir mit 80.000 Haushalten bereits in der Planung in vielen Stadtteilen in 2023. Und das ist der Grund, warum wir im äußeren Bereich von München unterwegs sind und der innere Bereich, da kooperieren wir und nutzen dann das bestehende Netz, was dort schon liegt. Wenn ich mich jetzt für einen Glasfaseranschluss entschieden habe, welche Schritte finden dann statt, bis ich dann lossurfen kann in superschnellem Internet auch? Ja, also es ist eine ganz andere Thematik, die wir bisher hatten. Also unsere Kunden müssen eine neue Rolle spielen. Das hat den Hintergrund, in der Vergangenheit haben wir unseren Ausbau ja im öffentlichen Raum gemacht. Also bis zu diesen Kästen, die an den Kreuzungen stehen, an den Gehwegen und natürlich in unseren Betriebsstätten. Jetzt neu muss der Kunde uns die Tür öffnen, weil wir ja auch in den privaten Raum rein müssen. Das heißt, in das Grundstück rein, in die Gebäude rein. Und da brauchen wir die Unterstützung aller Münchnerinnen und Münchner, weil wir brauchen diese Genehmigung, sonst können wir das Netz nicht bauen. Mhm. Wenn wir diese Genehmigung haben, dann bauen wir die Dose bis in die Wohnung rein entsprechend. Und dann ist das Ding eigentlich auch schon erledigt. Ja? Also das heißt, der Kunde muss dann nur noch den Router entsprechend anstecken und wir können dann die Leitung freischalten. Mhm. Also Punkt 1. Genehmigung des Eigentümers und Punkt 2, der Auftrag natürlich dann für die Leistung, für den Anschluss an sich, den er in unsere Richtung stellen muss. Jetzt baut er ja nicht nur im Stadtgebiet die Glasfaser aus, sondern auch im ländlichen Raum. Wie sieht denn da der Unterschied aus beim Ausbau Land zu Stadt? Ja, der ländliche Raum, in der Tat sind wir überall unterwegs, egal ob im Bayerischen Wald, im felsigen Boden oder in den Alpen, höchste Gemeinde Bayerns und Deutschlands, Balderschwang. Überall ist die Glasfaser angekommen von uns. Und ja, dort, wie gerade schon angesprochen, sind die Bodenbeschaffenheiten eine besondere Herausforderung. Das sind weitere Strecken zu überbrücken bzw. zu bauen im ländlichen Gebiet. Das sind so dort die Schwierigkeiten und die Herausforderungen, mit denen wir zu kämpfen haben. Im städtischen Ausbau ist es wieder ganz anders. Da ist natürlich eine hohe Bevölkerungsdichte.
Geschichte da, viele Menschen auf engen Raum. Macht es aber nicht unbedingt einfacher, denn wir müssen ja auch, oder wie der Peter Roll gerade geschildert hat, wirklich in jedes Gebäude rein, damit dort die Glasfaser in den Keller kommt. Und dafür muss man halt auch das Haus angraben. Gibt es zwar auch minimalinvasive Möglichkeiten wie Erdraketen, wo man dann nicht den ganzen Vorgarten aufgraben muss, aber in die Längsstraßen, Innenstraßen, in den Gehwegen, die müssen wir natürlich erstellen, weil Leerrohre, die wir natürlich auch haben, teilweise schon voll belegt sind. Sprich, da müssen wir neue Rohre auslegen. Und das führt dann dazu, dass die Straßen halt mal eine Zeit lang gesperrt werden müssen. Da entfallen Parkplätze, da muss Aushub abtransportiert werden. Und da muss man so ehrlich sein, das ist natürlich eine Belastung auch für eine Stadt, für eine Kommune, für die Bevölkerung. Wir versuchen das natürlich so gering wie möglich zu halten, dass es gute Absprachen gibt. Ich sage mal, schnell rein, schnell raus, um möglichst effizient und schnell mit der Glasfaser in jedes Haus, auch in der Stadt zu kommen. Peter, wohin kann ich mich denn wenden, wenn ich noch mehr zum Thema Glasfaser wissen möchte? Wir stehen natürlich Gewehr bei Fuß. Ich hatte es gerade schon erwähnt, unsere Vor-Ort-Termine, die wir haben. Wir kommen in die Privathaushalte, zu den Geschäftskunden, zu den Unternehmern. Wir haben die T-Punkte, wir haben unsere T-Partner um diese Ausbaugebiete herum, die entsprechend beraten können. Unsere Kolleginnen und Kollegen in den Service-Lines stehen zur Verfügung rund um die Uhr, um zu beraten. Und was uns natürlich schon wichtig ist, die Münchnerinnen und Münchner entsprechend intensiv abzuholen, damit auch jeder weiß, was zu tun ist und dass jeder auch diesen Nutzen erkennen kann. Weil, seien Sie sicher, die Deutsche Telekom baut die Glasfaser nicht um ihrer selbst willen, sondern für die Bürgerinnen und Bürger in Bayern, speziell in München. Und der Anschluss ist schnell, also hohe Bandbreiten zur Verfügung, um die Digitalisierungsthemen entsprechend zu spielen. Sehr, sehr stabil, weil wir keine Technik mehr zwischen den Betriebsstellen und den Endkunden haben und ist natürlich auch zukunftssicher. Weil zukunftssicher bedeutet, wir bauen das Netz für die Ewigkeit. Weil die Glasfaser an sich wird sich nicht mehr verändern, von der Betriebsstelle bis zum Endkunden. In Lichtgeschwindigkeit werden die Daten übertragen. Wenn eine neue Innovation kommt, muss man nur an den beiden Endpunkten modernisieren. Und das ist natürlich ein geringerer Aufwand. Deswegen mein Aufruf an alle Münchnerinnen und Münchner, gehen Sie auf die telekom.de-Seite, Glasfaser-München, und dort können Sie sich nochmal alle Inhalte angucken, auf der einen Seite, und ganz, ganz wichtig, Sie können sich dort auch als Interessent registrieren, und das ist ein wichtiger Punkt für uns, damit wir optimal Ihnen schnell unsere Leistungen auch zur Verfügung stellen können und den Bau entsprechend planen können. Es gibt ja viele Menschen, die sagen, mir kann es gar nicht schnell genug gehen mit dem Glasfaserausbau. Was muss denn passieren, damit der Ausbau noch schneller vonstatten geht? Da würde ich auf die Beschleunigung von Genehmigungsverfahren, die Digitalisierung in den Abläufen mit den Ämtern referenzieren, genauso wie die Möglichkeit, schnelle alternative Verlegemethoden zu nutzen, wie zum Beispiel Nanotrenching-Verfahren, wo man nur einen ganz, ganz schmalen Schlitz in den Asphalt machen muss, ja, und in einer geringeren Tiefe, als das früher war, die Leitungen zum Beispiel in 40 cm Tiefe verlegt. Das beschleunigt das Ganze, es ist auch etwas günstiger. Dadurch haben wir mehr Mittel verfügbar, um eben noch mehr Glasfaser in ganz Bayern und in weiteren äußeren Bereichen von München auszubauen. Ich muss die Stadt München allerdings lobend hervorheben, denn die Zusammenarbeit zwischen der Kommune, den Referaten in der Stadt München, die ist wirklich ganz hervorragend. Also das würde ich mal, ich habe einen bundesweiten Blick auch darauf, wie das in anderen großen Städten Deutschlands ist. Ganz, ganz tolle Zusammenarbeit von der politischen Stadtspitze über die Referate. Also da kann man überhaupt nichts sagen. Ich würde mich freuen, wenn es in ganz Bayern, in jeder Stadt und jeder Kommune so super liefe wie hier in München. Ein wunderbares Schlusswort. Ich bedanke mich ganz herzlich für dieses hochinformative Gespräch zum Thema Glasfaser. Ihnen auch ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin alles Gute für Sie. Servus. Auf Wiedersehen.